Sie sind hier, 12. November 2018, 20.24 Uhr, von Sport1, Sportinformationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern. Julian Draxler fällt für das Länderspiel gegen Russland aus. Urheberrecht Getty Images. Deutschland muss beim Länderspiel gegen Russland auf Julian Draxler verzichten. Ob der PSG-Spieler gegen die Niederlande wieder dabei ist, ist noch offen. Nach Stürmer Marc Uth fällt nun auch Julian Draxler für das Länderspiel am Donnerstag in Leipzig gegen Russland ab 20.45 Uhr im Live-Ticker aus. Wie der DFB bekannt gab, wird PSG-Spieler Draxler nach Rücksprache mit Bundestrainer Joachim Löw wegen eines Trauerfalls in der Familie nicht nach Leipzig zum Spiel gegen Russland reisen. Ob Draxler 4 Tage später im möglichen Abstiegsendspiel der Nations League in Gelsenkirchen gegen Erzrivale Niederlande wieder zur Verfügung stehen wird, soll nach der Partie gegen Russland entschieden werden. Löw verzichtet zunächst auf Nachnominierung. Löw wollte ursprünglich für den verletzten Stürmer Marc Uth keinen Spieler für die letzten Länderspiele des Jahres gegen Russland und die Niederlande nachnominieren. Nein, geplant ist es momentan nicht. Wir haben 20 Feldspieler und 3 Torhüter, das reicht im Moment aus, hatte Löw bei der Ankunft der Nationalmannschaft in Leipzig am Montagabend gesagt. Nach dem Ausfall von Draxler gegen Russland könnte sich dies aber womöglich doch noch einmal ändern. Anzeige, die UEFA Nations League live und auf Abruf bei DAZN, jetzt Probemonat sichern keine Neulinge im Kader des DFB-Teams. Falls Löw keinen Debütanten nachnominiert, geht Löw in das Testspiel am Donnerstag in Leipzig gegen Russland und 4 Tage später im möglichen Abstiegsendspiel der Nations League gegen Erzrivale Niederlande in Gelsenkirchen ohne einen Neuling. Der Verjüngungsprozess soll mit dem vorhandenen Personal dennoch fortgesetzt werden, das betonte der Bundestrainer erneut, ich glaube, das können wir in Zukunft schon erwarten. Das Frankreich-Spiel war schon ein Fingerzeig in diese Richtung. Jetzt die Sport1-App herunterladen. Sport1 ist die Nummer eine Plattform, wenn es um Live-Sport geht. Livestreams, Live-Ticker und aktuelle Berichterstattung aus allen Bär. Mehr von Sportinformationsdienst.